Hier spricht Ustra. Willkommen zurück zu City Skylines After Dark. Und nachdem in der letzten Folge hier ein minimales Problem war mit der Autobahnzufahrt, was ich hoffentlich jetzt erledigt habe, soweit, können wir versuchen, nicht genug Geld natürlich, können wir versuchen, neue Gebiete jetzt auszuweisen. Außerdem habe ich gesehen, ihr wollt diesen Namen, Wonderland, als potenziellen, Großstadtnamen. Und das ist dabei rausgekommen. Als nächstes werde ich mal schauen, dass wir ein paar Gebiete benennen können. Da brauche ich aber dann Vorschläge in den Kommentaren, da sage ich immer, um welche Art Gebiet es sich dann handelt. So, nun aber zurück zu den ursprünglichen Dingen. Was ist los? Die Straßen sind verstopft, sage ich da nur. Ich würde sagen, wir machen daraus mal eine Einbahnstraße. Und zwar in... Richtig, diese Richtung. Denn, auch wenn ihr vielleicht alle da rein wollt, diese Straße ist jetzt nur noch zur Verfügung, um aus dem Industriegebiet rauszukommen. Und sonst müsst ihr halt in den Kreisverkehr. Haben wir sonst noch irgendwo eine Grundschule? Das ist die einzige Grundschule im Dorf. Das ist natürlich schön scheiße. Die werden wir mal eben umpflanzen. Und das ist die Arztpraxis. Auch diese wird, neben dem Friedhof, geil, einen neuen Standort bekommen. Ich denke mal, hier unten die Leute sollten lieber gesund sein. So. Ja, ja. Dann ärgert ihr euch halt. Ist mir egal. Hier müssen auf jeden Fall dickere Straßen hin. So. Sonst haben wir nämlich nicht viel dabei gewonnen. Durch die Änderung von diesem Kreisverkehr hier. Und wir brauchen absolut alles für die nächste Zeit. Ich weiß nicht, ob beim Industriezweig, ob ich wirklich jeden Industriezweig nehmen darf. Oder ob sich das dann, machen wir mal hier den hier noch zu Wald. Ja. Mal gucken, ob sich dann die Sache mit der Industrie so ein bisschen geklärt hat. Ich hoffe nämlich ja. Ob wir hier so ein Square draus machen und dann hier, ich weiß es noch nicht. Eventuell ja, eventuell nein. Zumindest scheint, egal welche Industrie bringt, Zufriedenheit für die Stadt an, dass sie weniger Industrie brauchen. Das ist viel wert. Wie sieht es mit dem Bodenrichtwert aus? Das müsste der Bodenrichtwert sein. Blau. Blau ist nicht niedrig und blau ist auch nicht hoch. Schade. Da können wir dann bestimmt noch einiges dran machen. Dieses Gebiet werde ich wohl zuerst benennen. Das ist unser erstes großes Wohngebiet und dafür würde ich gerne Namensvorschläge haben. Natürlich ist es laut durch diverse Straßen. Sehe ich ja ein. Da vorne ist extrem laut. Jetzt brauchen wir aber erstmal einen neuen. Einen neuen Standort für unsere Leute. Für ein neues Dorf. Warum fällen sie all die Bäume? Ich hoffe, unsere Stadt wird sich jetzt nicht im Kargen... Was? Moment. Brachland verwandeln. Deforestation. Na und? Man kann doch mal hier ein bisschen... grün abholzen. Das ist doch völlig in Ordnung. Ich denke, der nächste Stadtteil wird hier hinten dran kommen. Müssen wir eben schauen, dass wir hier eine Straße dran kriegen. Die sich dann erstmal... Nicht genügend Geld, ja. Die sich dann erstmal hierhin
zieht, damit wir zwei Autobahnanbindungen haben. Und dann, wenn wir wieder genug Geld haben, was wahrscheinlich den ein oder anderen Moment dauern könnte, können wir ein neues Wohngebiet anlegen. Dafür brauchen wir natürlich immer zuerst Straßen. Eventuell mache ich das so, dass das hier spitz zuläuft. Dafür brauche ich 4800 schon alleine für diese blöde Straße. Oh Mann. Naja, aber wir haben an sich keine anderen Probleme. Deswegen können wir ruhig mal ein bisschen schneller machen. Hier sieht es aus mit Starom. Starom, es geht so. Wasser ist aber gut. Naja. Dann brauchen wir wahrscheinlich zuerst gleich eine neue Turbine, bevor wir eine neue Stadt anlegen. Viele Probleme in meiner Stadt, muss man ja mal dazu sagen. Die wächst kaum und hat immer mehr Schwierigkeiten. Ich glaube, ich versuche die Sache von vornherein zu viel zu kontrollieren und habe deswegen Probleme, einfach nur eine Stadt erstmal zu bauen. Die brennen ja aber auch alles an, ne? Hier könnte man noch was hinbauen. Muss man aber theoretisch nicht. Die Frage ist, warum ist da nicht blau? Mal eben so salopp gefragt. Weil das wird doch noch passen. Jetzt haben wir ja nicht genug Arbeiter. Jetzt hauen auch wieder Leute ab. Dann machen wir es erstmal anders. So. So. Und hier vielleicht eine Sackgasse rein. Die dann nach hier austritt. Oder nach da. Ah, ich denke, hier kann man richtig einen Knall kriegen, wenn da doppelt Straßenführung ist. Ah, ich denke schon so, aber als Einbahnstraße geplant. Und zwar in Richtung... oben von der Autobahn weg Richtung Industriegebiet. Dann können wir da noch ein bisschen Land gewinnen. So. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Da brauchen wir vielleicht Wasser. Und dann wird es da wahrscheinlich gleich Gebäude geben. Hier schon mal das erste. In der nicht so betagten Zone, wo man dann ein wenig Gefälle ist zu steil. Was? Kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein. Aber hier geht's, okay. Will ich noch ein bisschen Holzindustrie hinballern? Das sieht gut aus. Ja, was habe ich letztes Mal eventuell als Thema? Weil, ich glaube, das habe ich auch schon angesprochen. Hier, wenn ich jetzt die Müllabfuhr sehe, da finde ich... da können wir mal drüber reden. 92% voll, wow. Und zwar Thema Mülleimer in der Stadt. Wenn ich hier bei uns durch die Stadt laufe, wo ich im Moment noch wohne,
Dann ist es ungefähr so. Wir sind unterwegs den ganzen Tag. Und ich sage jetzt mal in der Stadt, wenn wir in der Stadt bummeln gehen, wie man das so heutzutage so macht, dann gibt es da ungefähr, lass mich nicht lügen, 10 Mülleimer, wenn überhaupt. Boah, ist ja nichts an. Hier ist ja gar nichts an. An Strömel. Ich guck mal, was hier so abgeht. Auch nur 9. Hast du auch nicht mehr? Naja, trotzdem nehmen wir es mal mit. Wieder noch knapp über der Grenze. Igitt. Und. Wie ist es bei euch? Gibt es bei euch genug Mülleimer? Weil ich finde, das ist eine Sache, die sollte eine Stadt immer für die Leute anbieten. Weil wenn man sich beschwert, dass die Leute überall Müll rumliegen haben, dann kann das ja wohl nur daran liegen, dass man sich zu wenig darum kümmert. Und das ist hier bei uns hundertprozentig der Fall. Oh, das ist alles hier ein Gebiet. Das ist hier hundertprozentig der Fall. Hier wird sich null um den Müll gekümmert. Und wenn dann Leute was wegschmeißen, ich meine, klar, das ist scheiße, aber ich beschwere mich da jetzt auch nur so halb drüber, weil, ja, man hat kaum andere Möglichkeiten. Versteht ihr? Das ist einfach, nicht drin. Hier gibt es nichts, wo man den Müll hintun kann. So. Jetzt haben wir da nochmal eine vierspurige Straße. Das ist aber eine sechsspurige Straße, sehe ich gerade. Ich versuche das mal aufzuwerten. So. Und die gehen dann auch in beide Richtungen. Das sieht ganz gut aus eigentlich. Hier Ringelpiez mit Hannelore. Das sollte sich jetzt langsam lösen, hier der rote Streifen. Denn jetzt können sie ja da raus, um nach da hinten zu kommen. Verkehr ist okay. Könnte besser sein. Klar. Ist aber erstmal in Ordnung. Man könnte auch noch hier so Adern rausmachen. Nach oben und nach unten. Um das alles so ein bisschen zu optimieren. Ich weiß aber gar nicht, ob das geht. Ich schau mal gerade. Kann ich diese Straße theoretisch mit dieser Kreuzung verbinden? Ja. Da habe ich natürlich so eine mega Überkreuzung. Das ist wahrscheinlich schlechter, als das so zu lassen. Aber erstmal abwarten, wie wir es jetzt weitermachen. Ach ey. Ist es schlau gewesen, da so eine Straße hinzumachen, wo 5 Häuser stehen? Eher das nein. Wenn wir ganz ehrlich sind, hat das nicht so viel gebracht. Aber das Stadtbild wird sich ja wohl in anderen Folgen dann verändern. Wenn ich richtige Themen habe, richtige Themenvorschläge von euch bekomme, dann werden wir definitiv mal Folgen machen, wo ich einfach nur das Stadtbild verschöner in Zeitraffer, zumindest teilweise, und dann da in dieser Zeit Themen behandeln werde. Deswegen, falls ihr ein interessantes Thema habt, was ihr vielleicht interessant findet, immer in die Kommentare damit. Sonst quatsche ich erstmal hier drüber. Ja, wie ist es bei euch? Also, wie gesagt, bei uns Müll ein Riesenproblem in der Stadt. Nicht, weil die Müllabfuhr nicht kommt, nein, sondern weil man irgendwie ein bisschen, ich sag jetzt mal, darauf angewiesen ist, den Müll voll lange mit sich rumzuschleppen, bevor man den los will in irgendeinem Mülleimer in der Stadt. Und das hasse ich wie die Pest. Und ich kann es dann nachvollziehen, auch wenn es sich scheiße anhört, wenn Leute das wegschmeißen. Das, kann ich dann verstehen. Hört sich blöd an, ist aber die Wahrheit. Und ich glaube, ich habe eine super Idee für ein Einkaufszentrum. Wir nehmen mal hier erstmal die zweispurige Straße. Ja, besser die vierspurige Straße. Denn dann können wir hier vielleicht eine schöne Kurve drum machen. Um diesen Teich. Das wäre mega cool. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Nee, das ist schon zu steil. Das ist auch schon zu steil. So eventuell. Das sieht natürlich jetzt aus wie Kraut und Rüben. Und ich glaube, ich werde mir bei Gelegenheit das Tool holen, dass man
dass man das Gelände ein bisschen verändern kann. Das finde ich aber geil, wenn ich ehrlich bin, die Straße da jetzt so drumherum zu haben. Da können sogar auf der Seite zum Wasser hin noch Gebäude hin. Aber rein landschaftlich sieht das natürlich scheiße aus. Da werde ich mal für die nächste Folge sowas vorbereiten. Ich denke mal, diese Form bietet der See einfach. Was haben wir denn eigentlich als Freizeitmöglichkeiten noch? Wir haben hier so geht so Parks. Da könnte man eventuell einen Park mit Picknickplätzen. Würde sich natürlich hier an der Seite anbieten. Ich weiß zwar nicht, warum da noch ein Haus wohnt. An dieser kleinen Stelle da. Was bist du? Du bist ein Wohnhaus? Mach dich vom Acker. Da soll kein Gebäude hin. Das haben wir auch schon oft genug erwähnt. Genauso wie dieses Gebäude eigentlich da stehen sollte. Aber wo die ihre Haustür hinmachen, kann ich natürlich nicht bestimmen. Hier bauen sie sich alle zu Stufe 3 aus. Sehr schön. Bonzenviertel wachse aus dem Nichts. Na, und für dieses Gebiet, was halt ein bisschen Gewerbe inne hat, in der Mitte, als Einkaufspassage für alle Leute drumherum, sprich also hier die Olivenhöhen, für dieses Gebiet, da suche ich einen Namen und es soll was sein, was ein bisschen für die High Society gilt als Name. Also etwas für hochgestochene, eventuell etwas hochnäsige Bürger. Dafür brauchen wir einen Namen. Also in die Kommentare damit. Jetzt aber erstmal Kriminalität, das ist natürlich auch schön. Jetzt aber erstmal würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier bei City Skylines. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt nach wie vor. Wenn ja, dann unterstützt das Ganze mit einem Daumen nach oben. Dann wird die Stadt weiter wachsen und gedeihen. Dann weiß ich nämlich, dass euch das genauso gefällt wie mir. Bis dahin. Ciao.